Zu einem Let's Play The Hunter Revier Settlers Creeks. Ich will zu meinem Hauptfehler gehen und habe mir gerade 2000 EMs geleistet, 2005 EMs, und habe mir davon einmal die 6, die 8x57 gekauft, Nossler, dann die Single Shotgun und die 9,3x62 in Gravur. Und ich bin jetzt auf dem Weg zum Hauptfeeder. Wenn der eine Sau steht, schieße ich hier mit. Mal gucken, wie es damit ist. Und wenn nicht, mit der Mesen sind, schieße ich mit der 6,55. Und wenn ich da bin, oder wenn ich was habe, seid ihr wieder bei. Bis dann. Okay, Leute, hier seid ihr wieder. Drei Sauen sehe ich bis jetzt. Ah, drei. Wollen wir mal gucken, welche wir nehmen. Ich glaube, wir nehmen den Keiler. Das ist ein Keiler, ja, noch irgendwo einer. Das ist eine Wache. Komplett. Die hört man nicht. Ach, Alter, das ist noch ein Keiler, ja. Ja. Ich denke mal, wir werden erst den schießen. Jo, Alter. Zwei Keiler. Und halt lag der andere selbst am ersten Schuss. Da oben geht noch was ab. Scheiße. Ist weg. Der Klang von der 8x57, der ist richtig geil. Schieß lieber sicher jetzt noch einmal drauf mit der hier. Der ist noch tot. Welchen Sammlung geholt als erstes an? Wenn ich da bin, seid ihr wieder bei Spist. So, ich habe den angenommen. Magen, linke Lunge, Herz. 710. Muss den einmal da rausgepackt. Ja, ein Abschluss. Richtig. Egal, muss so gehen. Ich meine, der andere hat 900. Der andere war stärker. Das ist auch wieder hier nicht der andere. Gucken, was ich da als erstes getroffen habe. Oh, diese Dämme da aber auch was, ne? Mein lieber Scholle. Wow, der kann gut auf die richtigen Einfluss. Ja, der hat 600 vielleicht. Ne, 700. Wie viel hat der andere gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Also, ja, das war eigentlich erstmal das Kleine, was ich machen wollte, keine Waffenvorstellung. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video noch einen Daumen nach oben. Und ich brauche noch ein Abo. Dankeschön. Bis dann.